Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf diesem Kanal, heute wieder mit dem Henry vom YouTube-Kanal Henry Lob an meiner Seite. Das letzte Video im alten Jahr hatte ich ja auch schon mit Henry veröffentlicht und das erste Video im neuen Jahr wird es auch sein. Henry leistet mir Gesellschaft für das erste Video im Jahr 2020. Wir wünschen euch ein harmonisches und gesundes Jahr 2020 und für uns gehört zur Gesundheit natürlich eine effektive Entgiftung, eine Entgiftung auf körperlicher und emotionaler Ebene. Und da finde ich es ganz praktisch, dass jetzt am Freitag, dem 10. Januar, der Online-Entgiftungskongress von Uncas Emma wieder seine Tore öffnet. Ich habe diesen Kongress im letzten Jahr gesehen. Wirklich sehr, sehr tolle Interviews mit Ärzten, Heilpraktikern und Betroffenen, die aufzeigen, wie man alltägliche Gifte vermeiden und alte Gifte aus dem Körper wieder herausleiten kann. Also ich kann den Kongress auf alle Fälle empfehlen. Ich setze euch den Link unter dieses Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ihr könnt euch da kostenfrei anmelden und auch die Videos für einen bestimmten Zeitraum kostenfrei sehen. Wirklich sehr interessante Erfahrungsberichte und auch sehr interessante Informationen. Silke hat gerade schon super die Einleitung gegeben für mich jetzt und hat über den Entgiftungskongress gesprochen. Wir beide, das wisst ihr ja auch, wir beschäftigen uns ja auch seit sehr vielen Jahren mit der Entgiftung, mit dem Fasten, mit der schleimfreien Heilkost. Wir planen einige Kurse und unter anderem wird ein Kurs sein über die Entgiftung, ein weiterer über das Fasten und dann vor allen Dingen noch ein dritter über die schleimfreie Heilkost. Weil bei der schleimfreien Heilkost gibt es immer sehr, sehr viele Fragen und der ganze Prozess, so jetzt mal abgesehen von der schleimfreien Heilkost, der ganze Prozess mit der Ernährungsumstellung wird immer noch zu sehr unterschätzt da draußen. Und das wollen wir mit dem Kurs erstens, die Fragen wollen wir auflösen und zweitens auch wollen wir auch das darstellen, wie das funktionieren kann, so eine Ernährungsumstellung, ja, und wie es auch in einem Einzelfall von jedem Einzelnen, damit er auch weiß, wie lange so eine Umstellung dauern kann, das wird dann auch eben geklärt und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und so diese ganzen Fragen über Entgiftung, über das Fasten und eben auch mit der schleimfreien Heilkost wollen wir dann einfach damit abdecken, um halt eben auch die ganzen Unsicherheiten zu klären, die da draußen noch da sind. Und vor allen Dingen auch, dass die Sicherheit in die schleimfreie Heilkost, dass die noch viel mehr gestärkt werden kann und dass dieses Buch und halt auch die Genialität von Arnold Ehret wieder mehr in den Fokus gerät. Und ich denke mal, das wird dann in den nächsten Jahren, wird das dann auch noch sehr, sehr vielen Menschen helfen können. Und das ist halt auch ein großer Punkt, der uns beiden, glaube ich, sehr, sehr am Herzen liegt. Genau, das alte Wissen von Arnold Ehret wieder mehr in die breite Öffentlichkeit zu tragen und dann eben auch zu unterstützen, zu wirken. Und was wir auch schon öfters erwähnt haben, dass wir diese schleimfreie, schleimarme Heilkost auch ein bisschen modifizieren und für die heutige Zeit anpassen. Und ja, für uns gehört einfach schleimfreie Heilkost, Entgiftung, Fasten einfach zusammen. Neben noch anderen Faktoren. Ne? Da gehört ja natürlich zu einer Gesundheit noch viel mehr Säulen. Aber das sind für uns mit die drei wichtigsten Säulen. Wir hatten im letzten Video, das verlinke ich auch mal oben in den Infokarten, ja erwähnt, dass wir Silvester mit lieben Freunden feiern. Und da kam dann auch öfters mal die Nachfrage, ob wir unser Silvesterbuffet einfach mal filmen können. Wir haben uns wieder ein rohköstliches Buffet zusammengestellt. Jeder, der kam, hat etwas Rohköstliches mitgebracht, obwohl ja die meisten keine Rohköstler sind, oder Henry? Die meisten sind Veganer, aber auch nicht alle. Ja, die meisten sind Veganer mit einem sehr hohen Rohkostanteil. Aber ja, viele sind Veganer. Also es gab ein rohköstliches Buffet für alle, außer meine Kinder, die haben dann gekocht, gegessen. Das hatte ich ja auch schon in dem Video erwähnt. Aber für uns Erwachsene gab es eben interessante, vielfältige Rohkost. Und ich habe natürlich auch mitgefilmt. Jetzt folgt erstmal unser rohköstliches Silvesterbuffet. Das ist unser Rohkost-Silvesterbuffet. Das ist der herzhafte Teil, also ein Teil des Silvesterbuffets. Und da gehen wir jetzt einfach mal durch und wir werden einfach mal kurz benennen, was hier so in den Schüsselchen und auf den Tellerchen liegt. Joachim, nochmal. Ja. Paprika, Tomate, Topinambur, Zucchini als Grundlage, ach ja, und der Mais noch. Dann Zwiebel und Knoblauch als Gewürz, dann Pizzagewürz, Salz, ich glaube, das war's. Wobei halt, genau, also in der Soße ist frische Tomate drin, Tomatenmark, das habe ich püriert und dann halt die Gewürze dazu, auch Chili, genau, Chili, ein bisschen Schärfe und das dann untergehoben. Und dann
besagte okay. Grundlage. Das hatten wir auch schon zum Potluck, zum Adventspotluck. Richtig. Also das ist ja auch schon. Genau. Super, danke schön. Dann haben wir hier Sprossen, grüne Linsensprossen und schwarze Linsensprossen. Daneben so eine Art Kokosnack aus jungem Kokosnussfleisch, mariniert mit Sojasauce, Knoblauch, Ingwerpulver und Paprikapulver, edelsüß. Selbstgezogene Boxhornklee-Sprossen. Dann einen roten Rotkohl-Fenchelsalat. Mit einem Dressing aus getrockneten Tomaten, Oliven. Ach Gott, nee, dann hält es schon drauf. Nur so grob. Kichererbsen und Gewürzen. Mhm. Okay, dann haben wir hier selbstgezogenes Erbsengrünkraut. Hier noch ein paar Sprossen, die sind aber gekauft. Rettich, Soja, Alfalfa. Das sind Cracker, ich glaube. Italiano. Italienisch, also so mit italienischen Kräutern. So Leinsamen, ne? Mhm. Dann haben wir hier noch mehr Sprossen, Alfalfa, Stangsellerie. Dann selbstgemachtes Grünkohlpesto, ganz lecker. Das haben kürzlich Freunde gemacht. Grünkohl, glaube ich, Knoblauch, Pekannüsse und Olivenöl und dann Salz. Das ist richtig, richtig lecker. Dann sind hier roh vegane Frikadellen mit Walnüssen, Sonnenblumenkernen, Champignons, Tomaten, Zwiebeln, Lauch und verschiedenen Gewürzen. Dazu Senf, das ist aber kein Rohkostsenf, ganz normaler Biosenf. Kürbiskerne, dann haben wir eine große Schüssel Feldsalat und dazu ein Mandel-Knoblauch-Dressing. Da sind Mandeln drin, Knoblauch, ein bisschen Cashewnüsse eingeweicht, Zitronensaft, gefrorene Kräuter, genau, Salz und Wasser. Dann eine große Portion panierte Zwiebelringe, einfach Zwiebeln. Und die Panade besteht einfach nur aus Goldleinsamen, Braunleinsamen und Buchweizensprossen getrocknet. Und die Zwiebelringe wurden vorher in Salz und Zitronensaft mariniert. Dann haben wir hier die Grünkohlchips, die gibt es eigentlich immer fast jedes Jahr, fast zu jedem Treffen. Grünkohlchips mit einer Soße aus, was ist nochmal an dem Dressing? Geschälte Hanfsamen, Paprika, Zitronensaft, Sojasauce, Salz, bisschen Wasser, genau. Und daneben sind noch Cracker, Bärlauch, Lauchcurry und Paprika-Cracker. Genau, das ist erstmal so der größere Teil des Silvester-Buffets, herzhaft. Jetzt schwenken wir mal rüber. Hier haben wir eine große Schüssel Scirocco, Karotti, Mungbohnensprossen, Möhren, Frühlingszwiebel und eine cremige Soße aus geschälten Hanfsamen, Kokosmus, Knoblauch, Zitronensaft, Datteln, Curry, Kurkuma, Salz und Wasser. Dann hier nochmal eine große Portion Feldsalat und dann ist das nochmal so eine Art rohveganer Eiersalat, so mit Avocado, eingeweichten Cashews, Kalanamak und Dill und einfach ein bisschen Salz noch und Wasser. Und hier eine Avocado-Sesam-Speise, ne? So Avocado, ja. Und Sesam. Und hier ist der süße Teil dieses Buffets. Das ist rohveganes Bounty. Können wir vielleicht da nochmal anschneiden und dann nochmal zeigen. Das sind gefüllte Datteln mit einem Cashew-Frischkäse, noch Vanille dabei und Cayenne-Pfeffer. Und das sind gefüllte Datteln mit einer Füllung aus Pistazien, Dattelsirup und Vanille. Ganz tolle Datteln von Palmyra, da habe ich ja kürzlich auch ein Video gemacht, das verlinke ich mal oben in den Infokarten. Das sind auch jetzt hier verschiedene Dattelsorten. Dann haben wir hier noch Schokofruchtleder. Das sind auch Rohkost-Energiebällchen, aber derjenige, der sie jetzt hergestellt hat, ist gerade gar nicht im Raum. Aber die riechen auf alle Fälle ganz fantastisch. Auf alle Fälle ist da Kakao drin, aber ein Kokos, glaube ich. Das sind wieder die rohveganen Lebkuchen, noch so ein Überbleibsel von Weihnachten. Dann eine Karo-Tonka-Schokolade, auch sehr, sehr lecker. Ich glaube, dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht. Das könnte ich auch mal oben verlinken. Schokoknusper, dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht. So aus Mandeln, Walnüssen, geschälten Hanfsamen und dann eben selbstgemachte Schokolade aus Kakaomasse, Kakaobutter und Dattelsirup. Und dann noch ein bisschen Kakaopulver und Karo. Genau, das war jetzt das Buffet. Hast du noch was? Nö. Ist doch eine gute Auswahl, ne? Ja. Also da wird man bestimmt satt. Ja. Auf alle Fälle. Haben wir jetzt noch ein paar Stunden Zeit zum Essen. So, jetzt habt ihr gerade das wunderbar leckere Buffet gesehen und vielleicht könnt ihr das hören. Ich bin noch so leicht verschnupft und habe auch noch einen Husten, den lasse ich mir jetzt aber gerade nicht anmerken. Und ja, das war jetzt auch, wir hatten das Silvesterbuffet gehabt, Gourmet-Rohkost. Und dann am nächsten Tag hatten wir auch noch Resteessen gemacht und den Tag danach, sehr interessant, habe ich dann eben diese Erkältung bekommen. Ich weiß, wo es herkommt, ja, weil ich das in der Vergangenheit schon öfter beobachten konnte, dass eben, wenn wir solche Buffets haben oder so und ich esse dann was davon,
dann dauert es eigentlich keine 2, 3, 4 Tage und mein Körper reagiert so mit einer Erkältung. Schickt also den Schleim, den man quasi durch diese Gomero-Kruste aufgenommen hat, den schickt er dann einfach wieder nach draußen. So, das macht er über eine Erkältung. Also, wenn ihr mal eine Erkältung habt, guter Tipp, einfach die schleimhaltigen Lebensmittel meiden für ein paar Tage und die Erkältung ist dann ratzfatz wieder weg. Bei mir ist es jetzt auch schon wieder fast weg, aber wenn man das weiß, dann geht die, ja, dann hat man eine gute Hilfe, wie man das schnell wieder wegbekommt. Einen weiteren Punkt, den wir jetzt auch mal beobachtet hatten zu Silvester, ist, dass wir bei dem Buffet oder allgemein an dem Tag bei dem Beisammensein, dass fast niemand Alkohol getrunken hatte. Ja, wir hatten einen Menschen mit dabei gehabt, der ein bisschen Weißwein getrunken hatte, aber ansonsten hat Alkohol keinen großen Stellenwert hier gehabt bei uns. Und das war früher aber mal anders. Speziell in meinem Fall, der sehr viel Alkohol getrunken hat und auch teilweise 0 Uhr gar nicht mehr miterlebt hatte, weil dann eben einfach schon der erste Filmriss da war, um das mal so ganz krass auszudrücken. Und ja, und ich glaube auch, wenn mir damals vor 9 oder 10 Jahren jemand gesagt hätte, in 10 Jahren wirst du Silvester so und so feiern ohne Alkohol, hätte ich dann wahrscheinlich auch gesagt oder ja gedacht, nee, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, ne? Wenn man damals halt auch noch so, ja, so geprägt war, dass man eben immer nur mit Alkohol Spaß haben kann und so. Ja, und diesen Unterschied auch nochmal zu sehen und zu beobachten, wie es damals war, wie es heute war, das ist schon sehr, sehr interessant. Silke, was hast du da für Erfahrungen gemacht mit Alkohol? Kaum. Also ich habe kaum Erfahrungen gemacht. Ich habe schon sehr frühzeitig gemerkt, dass Alkohol absolut nichts für mein System ist. Das würde mein System eher zum Kollabieren bringen. Ich sage immer scherzhaft, ich habe als Kind oder Jugendliche mehr Alkohol getrunken als Erwachsene, weil ich damals heimlich vom Pfeffi meiner Eltern genippt habe. Oder es gab ganz selten mal so ein Eierlikör in so einem Schokoladenwaffelbecher. Als Erwachsene habe ich ganz selten mal Alkohol probiert, ich habe einfach gedacht, naja, vielleicht habe ich einfach das Richtige noch nicht gefunden, was mir schmeckt. Aber ich habe auch immer sofort die Wirkung im Körper gespürt. Also, muss sagen, meine Erfahrungen sind dann nicht so groß, aber ich kann sagen, für mein System ist es überhaupt nichts. Und ich wollte mit Henry auf alle Fälle dazu nochmal ein Video machen zum Thema Alkohol, weil Henry da wirklich in seiner Vergangenheit sehr interessante Erfahrungen gemacht hat und heute wirklich das Gegenteil lebt. Und wir hatten auch hier in unserer Silvesterrunde auch einige, die das früher mit Alkohol ganz schön krachen lassen haben und sich das überhaupt nicht vorstellen konnten, ohne Alkohol zu feiern. Wir hatten dann, glaube ich, sogar gegen 23 Uhr, da ging es eher mal so eine Kakaorunde, ja, wer irgendwie heißen Kakao möchte oder Rohkostkakao. Das war eher so nochmal so ein Getränk, was dann mal so kurz vor Mitternacht aufkam, aber Alkohol war wirklich nicht das Thema. Genau, es ist halt ein sehr großes Thema Alkohol, das hat jetzt auch nicht nur was damit zu tun, dass man Spaß haben will, das ist ja ein viel breiteres Thema und es gibt viele vielfältige Gründe, warum Menschen Alkohol trinken und das wollen wir mal in einem separaten Video aufgreifen mit unseren Erfahrungen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, den kleinen Einblick in unser Silvesterbuffet. Lasst gern eure Meinungen, Gedanken auch zu den anderen Themen, die wir angesprochen haben, Alkohol, Entgiftung, schleimfreie Heilkost, was Henry auch angesprochen hat. Lasst gern eure Gedanken und Meinungen dazu unter diesem Video. Wir freuen uns über den Austausch. Willst du noch was sagen? Ja, alles Liebe und Gute und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald, ihr Lieben. Für uns gehört zur Gesundheit natürlich auch eine effektive. Ich krieg das. Darunter wird auch sein, dass wir eben die Projekte machen. Alles gut. An und Ehret wieder in die Breite. Genau das. Ich sage, ich lasse mal das genau. Ja. Wir haben die meiste Zeit eigentlich. Also, ja. Wir haben die meiste Zeit. Was ist denn heute los? Neues Jahr. Neues Jahr, genau. Erstes Video. Okay, ja.